Hi Leute, hier ist eure Skyrissa zu einem neuen Part von The World Ends With You. Ja, im letzten Part haben wir den letzten Tag abgeschlossen. Wir haben Yashiro besiegt, empfangen und auch nochmal als Bosskampf. Und jetzt, im neuen Tag, möchte Karia ernst machen. Das ist äußerst interessant. Ich freue mich schon auf diesen Tag. Es ist mit einer meiner Lieblingstage. Und okay, wir sind hier jetzt im Miyashita Park Underpass, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, es müsste Underpass sein. Und Neko fragt sich, wo wir sind. Ja, wo sind wir? Frage ich mich auch, Neko. Moment, das ist doch hier. Ja, das ist die Unterführung beim Miyashita Park. Ich kann die Autos hören. Aber das ist ein wirklich seltsamer Platz zum Beginn. Oh. Wo ist eigentlich Beat? Ja, stimmt, wo ist der? Was macht er denn da vorne? Okay, irgendwas stimmt mit Beat nicht. Er guckt so traurig. Reden wir mal mit ihm. Hey. Alter, du bist schon auf? Ja. Seltsamer Platz, um zu beginnen, huh? Richtig. Huh? Ja. Okay, das ist seltsam. Wo wir gerade darüber reden. Was ist denn mit ihm los? Okay. Okay, warum hast du das jetzt gesagt? Wofür war das? Zeit, Lollipop in den Arsch zu treten. Und Ryan wiederzubekommen. Yo. Ja. Auf jeden Fall. Also, ich frage mich, was Lollipop, ich meine, Karia, wo ist er überhaupt hinterher? Naja, so wie er gesprochen hat, meinte er wohl, dass wir ihn heute besiegen müssen. Das heißt, er wird mal ernst machen. Ja, also mach dich bereit für uns. Lollipop ist ein starker Gegner. Ach komm, er ist doch nur ein normaler Reaper. Wir haben doch schon, beziehungsweise ich habe doch schon zwei Game Master besiegt, oder nicht? Nein, Mann. Karias Skills ist selbst für die oberste Schicht ein bisschen zu hart. Er ist nur eine kleine Nummer, weil er es so mag. Er könnte schon längst Conductor, vielleicht sogar Composer sein, Alter. Das ist zumindest das, was ich von den anderen gehört habe. Was? Ach du Scheiße. Naja, ich meine, sie haben darüber geredet. Aber dass er so stark ist... Ja, das wird heftig. Aber vertraue mir. Er wird nicht so versagen, wie es Pinky getan hat. Und das wird ein ernster Kampf. Warte. Du sorgst dich um mich? Was hat das denn jetzt zu bedeuten? Hä? Okay, wer bist du und was hast du mit Beat gemacht, dass du dich um mich sorgst? Nein, Mann. Ich habe doch nur gesagt, dass es hart werden könnte. Wir sind immerhin hinter dem Composer her, nicht Karia. Das ist klar wie Kloßbrühe, aber ist der Composer denn wirklich so stark? Ja, muss er doch, hm? Wer könnte denn sonst solche Leute wie Shades und Konsorten in der Linie halten, hm? Ich meine, ich sag ja nur, es kann kein besseres Warm-up geben als Karia. Also lass ihn uns besiegen, Prime retten und dann sollten wir zu Shibuya River gehen. Das wird nicht sehr einfach. Na, dann sollten wir mal loslegen, yo. Wir finden erstmal Lollipop. Wir sollten zur Scramble gehen. Wenn der GM recht hat, dann hat Beat von heute an nur noch zwei weitere Tage. Na gut, gehen wir Richtung Scramble. Verdammte Scheiße. Fickte Wall. Verfickte Wand, Alter. Ey, wo ist der Keepin? Keepin. Was zur? Wo ist der? Wo ist mein Keepin? Ey, der Keepin ist verschwunden, Mann. Weg. Das heißt, wir sind hier gefangen. Ausgerechnet hier. Was meinst du damit? Nix, Alter. Los, das weitermachen. Verdammt, das macht die Dinge ganz schön kompliziert. Wie wollen wir denn bitte die Wände öffnen, wenn wir nicht den Schlüssel haben? Ich muss nachdenken. Jo, weißt du, als ich aufgewacht bin,
hat die hier neben mir gelegen. Nun, danke, dass du mir das auch nochmal sagst. Was ist das? Eine Box? Was ist denn da drinne? Da ist ein Stern drauf und die sieht cool aus und... Ich habe versucht, auf den Knopf zu drücken, aber... Bist du verrückt? Was, wenn das eine Falle ist? Yo, zeig mir den Knopf und ich will ihn drücken, okay? Das ist halt so bei mir, ja. Sowieso, etwas dümmere Menschen wollen ja immer die großen, runden Dinge drücken. Den großen, roten Knopf drücken. Das meine ich jetzt nicht böse, aber das ist etwas, das immer in Filmen und so auffällt. Ich denke mal, die Falle ist extra deswegen so eingerichtet, dass sie dir im Kopf bleibt. Halt die Fresse, yo! Hey, wir wissen auf jeden Fall, dass der Knopf da nicht funktioniert. Wenn ich den Knopf drücke, kommt nur so eine verfickte, komische Stimme. Oh, wirklich? Falsch! Layout reset. Was soll denn das heißen? Hm? Hey, wir haben eine Mail bekommen, yo. Ich sehe euch bei Towa Records. Der Schlüssel ist in der Box. Diese Mail ist von Karia. Also sind die Keypins da drin, huh? Dieser kleine, miese Bastard. Wie sollen wir den dann öffnen, huh? Nun, wenn die Box sagt, dass wir falsch liegen, dann muss es auch ein richtig geben, huh? Wir brauchen einen Hinweis. Hm. Was ist denn dieses Stück Papier? Ja, die liegen hier überall rum. Hey, lass uns die mal ansehen. Ich passe auf die Box auf, yo. Sag mir, wenn ich sie drücken soll, okay? Wenn du möchtest, dass Beat den Knopf drücken soll, musst du für einen Moment stillstehen. Dann kannst du mit ihm reden, wenn du bei ihm stehst. Ja, und das ist jetzt der ganze Tag. Das ist jetzt mehr oder weniger der ganze Tag. Wir müssen uns hier alles ansehen. Wir haben hier vier große Ausrufezeichen und drücken wir mal auf das hier. Was ist mit dem Stück Papier, yo? Okay, wir sehen hier einen Stern. Wir sehen hier vier neue Symbole. Wir sehen zwei leuchtende und zwei nicht leuchtende. Was ist das wohl zu bedeuten? Hm, sind diese Markierungen vielleicht Neues? Also aufgrund dessen, dass wir ja schon die neuen Symbole immer sehen, habe ich einfach gleich gesagt, dass es neu sind. Und ja, dieses Sternsymbol sieht auch komisch aus, yo. Das kenne ich irgendwoher. Hey, das ist doch auf unserer Box. Wow, du hast recht. Denkst du, da ist eine Verbindung? Und ob da eine Verbindung ist, denn... Moment. Wir sehen es hier. Und... hier. Beziehungsweise, wenn wir hier in der Mitte stehen, müssten alle zu sehen sein. Focus. Ja. Wir haben nämlich immer diese Layouts. Und aufgrund dieser Layouts müssen wir dann entsprechend die Noise besiegen. Ja, ich bin jetzt hier den Text mal kurz durchgerusht, damit ich nochmal das Layout vor der Nase habe. So, dann fangen wir mal an. Wir müssen jetzt diese beiden Noise besiegen. Das ist auch noch gutes Training für Karia. Das freut mich total. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. So. So. So, das war jetzt Runde 1 und jetzt haben wir noch eine Runde vor uns. Eine nette kleine Runde. So. Du bist gefährlich. So. So. Wunderbar, das bedeutet, wir haben das erste Rätsel gelöst, mehr oder weniger. Werdet ihr ja gleich sehen. Weil es ist wirklich so, dass wir das neue Layout besiegen müssen. Also,
dem auf dem Blatt anpassen müssen. Ich zeig's hier nochmal. Die beiden müssen also überleben. Und dann... Ach, verdammt. Ja, das ist eigentlich noch das Schwierigste. Beat zu treffen, wenn wir reden wollen. Moment, Moment, so. Oh, lass mich raten. Ich darf den Knopf drücken, hm? Ja, du darfst ihn drücken. Okay, hier kommt es, yo. Vorsicht, wenn wir ihn drücken. Ich? Korrekt, Box unlocked. Oh ja, wir haben es geschafft für uns. Wir können zu Tower Records. Wir? Ich habe den Noise besiegt. Ich habe die Box geöffnet. Ich habe erkannt, was die Falle ist. Naja, eigentlich hat es Scarlett erkannt, aber es hat mir eingeleuchtet. Okay, dann mache ich von hier an weiter, okay? Sweet! Einkeepen! Jawoll! Okay, dann sollten wir zu Tower Records gehen. Verdammt, noch nicht, Mann. Das ist ein Level 1 Keepin. Die Wand da drüben ist stärker. Wir kommen so nicht zum Record Store. Aber wir könnten zum Miyashita Park. Hm. Kein Grund, hier zu bleiben. Mal sehen, was wir da drüben finden. Okay, dann folg mir. Aha, zeig mir den Weg, Alter. Gut, dann gehen wir jetzt mal Richtung Miyashita Park. Okay, ist offen. Wir sollten uns bewegen. Wo bist du, Lollipop? Komm raus hier! Hey, hey, ruhig bleiben. Er sagte, er wird bei Toba Records warten, also ist er dort. Was zur... Ach, egal, yo. Er kann mich doch hören. Ich hab doch laut geschrien. Ich kann hier nicht die ganze Zeit rumstehen. Ich weiß, beruhig dich. Wir müssen das Ganze ruhig angehen. Warum ist er so die ganze Zeit so aufgeregt? Ist irgendwas passiert? Na, das frage ich mich jetzt auch. Yo, Phones! Ich sehe was da drüben. Okay, dann sehen wir es uns an. Gut. Dann suchen wir mal. Ah, hier ist was. Okay, wir haben eine neue Box mit einem Mond drauf. Eine neue Box, nein! Schon wieder. Jo, dann bin ich wieder der Boxholder. Sag mir, wenn ich ihn drücken soll. Okay. So, und jetzt geht das Spielchen von vorne los. Wir haben die Box. Und jetzt müssen wir das richtige Layout suchen und das dann entweder im Miyashita Park oder da, wo wir sind, besiegen. Ja, wir haben wieder ein neues Symbol auf der Box. Ich muss mal gucken, ob das hier ist oder im Nebenan. Müsste nebenan sein. Im Miyashita Park. Open up your senses. So, Moment, ich muss mal gucken, ob wir hier mehrere von denen haben. Ja, denn ich bin der richtigen Auffassung, dass wir hiervon, dass wir alle neuen Symbole, die so aussehen, besiegen müssen. Wenn nicht, haben wir getrainiert. Ich bräuchte dringend wieder mal Training. So. Jawohl, Level Up! Nice! Ja, wer ist der Nächste? Kommt nur her, ihr Neues! Ich besiege euch alle! So, das war's. Wieder ein paar Neues besiegt. Aber wir müssen noch gucken, dass wir dann hier noch alle treffen. So, wir haben auch noch zwei nette Pins erhalten. Beat hat sein Essen gegessen. Oder was, Nico? Na, es war Beat. Na gut, dann geben wir den beiden was Neues. Was braucht Beat? Beat braucht Synkrad. Ach du Scheiße.
Die Synkrat ist gerade bei 0. Take it away. It's edible. Ja, kein Wunder, dass wir hier so schwach drauf sind. Ja, sowieso, wir sind Level 3. Wir müssen auf Level 30 spielen. Normalerweise spiele ich um die Zeit mit Level 50. Und habe Level 60 so. Man kann es auch mit diesem Level durchspielen. So ist das nicht, aber es ist sicherer mit höherem Level. Ich muss dringend leveln. Was man an diesem Tag im Übrigen sehr gut kann, weil die Noise im Verhältnis sehr stark sind. Und die immer resetten, wenn man das Rätsel falsch macht. Und das kann man oft mit Absicht falsch machen. Und dann kann man sehr schön trainieren. So, Fusion. Na gut. Das wäre jetzt so ziemlich fast alles gewesen. So. Ja, das war auch easy. Jetzt kommt noch eine Runde. So, dann machen wir mal weiter. So. Gut. Jawohl, Sternrang. Wie immer hat sich sehr gelohnt. So, nochmal gucken, ob wir hier noch von den Symbolen eins haben. Im ganzen Areal Miyashita Underpass Park. Nee, haben wir nicht. Dann komm her, Beat. Wir sollten jetzt die Box öffnen. Oh, hast du es gelöst? Jo, wir haben es gelöst. Entweder das oder ich muss nur eines besiegt haben. Sag du es mir doch, Genie, ob ich es geschafft habe. Also, laut meinem Verständnis hast du es geschafft und korrekt. Box offen. Richtig, also wir haben gewonnen. Wow, das war wirklich, wirklich toll für uns. Rhyme musste, er hatte echt alle Hände voll. Okay, die Box ist offen. Öffnen wir sie. Yo, ich mach sie auf. Was? Da ist eine Box in der Box. Mann, das ist nicht gut für mein Hirn. Er denkt? Oh ne, gut. So gemein musst du Beat gegenüber jetzt auch nicht werden. Beat gibt sich doch Mühe. Na gut, dann. Es ist wieder deine Zeit für uns. Ich pass auf die Box auf. Ich bin nicht der Schlauste. Oh, du tust mir leid. Du tust mir irgendwie leid, Beat. Ich bin ehrlich, du tust mir leid. Na gut, sehen wir uns doch mal an. Ah nee, das war der Mond. Entschuldigung, dann müssen wir hier runter. Die Sonne, okay. Yo, seht ihr dieses Stück Papier an, Alter? Ja, das sind wieder die Noise. Und wir haben jetzt eine Sonne, wie auf unserer Box. Und ich sehe mir nochmal das Layout an. Bleiben, weg, weg. Bleiben, bleiben, weg, bleiben. Okay. Das muss man sich nämlich immer merken, damit das dann ganz gut wird. Aber ich glaube, ich werde jetzt dieses Rätsel gleich ein bisschen nutzen zum Trainieren. Und wir machen dann das Rätsel im nächsten Part. Bis dann, Leute. Bye, bye.